Extremwertaufgaben innerer Extremwert. Der Rand eines Stück Papiers besitzt die Form der Normalparabel. Vom Scheitelpunkt des Papiers bis zur gegenüberliegenden Seite besitzt das Papier eine Länge von 22 cm. Das ist also hier Scheitelpunkt bis zur anderen Seite 22 cm. Deshalb hier der y-Wert 22. Der Scheitelpunkt steht hier ja im Ursprung. Lisa möchte aus dem Stück Papier ein Rechteck ausschneiden. Berechne den größtmöglichen Umfang dieses Stücks. Gut, jetzt kann man ja ein paar Überlegungen machen. Die erste habe ich gerade schon gesagt. Also hier ist der y-Wert 22. A und D haben hier denselben x-Wert. B und C haben hier auch denselben x-Wert. Dann sind die natürlich hier A und B, so wie C und D, jeweils gleich weit von der y-Achse weg. Also all das Ganze kann man sich überlegen und habe ich hier jetzt schon mal zusammengefasst. Und wenn man sich diese ganzen Überlegungen hier mal so anschaut, kann man daraus ja mathematische Aussagen treffen. So, und diese mathematischen Aussagen sind, ich brauche vier Punkte, nämlich vier Punkte eines Rechtecks. Jetzt könnte man sagen, hier sieht man doch an der x-Achse schon, was a, b, c, d, was das für eine x-Koordinate ist und eventuell auch was für eine y-Koordinate ist. Aber dieses Rechteck grundsätzlich ist erstmal nur eine Skizze. Ich weiß nicht, ob das das Rechteck hier ist, was zum größten Umfang führt oder ob das vielleicht hier ein bisschen weiter runter geht und dann so verläuft. Keine Ahnung. Deswegen ist es erstmal nur mal so reingezeichnet, um sich das Ganze vorzustellen. Und deshalb benutze ich jetzt erstmal noch offene Koordinaten. Nämlich für den Punkt A ist das irgendein x-Wert im Negativen, minus x. B ist genauso weit, aber im positiven x. Das heißt also, B hat die x-Koordinate. Beide haben aber x² als y-Koordinate, weil der Punkt selber auf der Parabel x² liegt. Das heißt, je nachdem, was x ist, würde man das ja in die Funktion x² einsetzen und würde so den Funktionswert rauskriegen. Da ich aber eben nicht weiß, was x ist, bleibt es x². Kann man ja auch einsetzen. Minus x in Klammern hoch 2 wäre ja x hoch 2. Also der y-Wert x hoch 2, genau die Funktionsgleichung. Und beide sind ja gleich, also die y-Werte von a und b sind gleich, also hat auch b den y-Wert x². Bei c wissen wir, dass c denselben x-Wert hat wie b. Nämlich x habe ich erstmal so offen gelassen. Den y-Wert kennen wir aber schon, weil in der Aufgabe stand, dass zwischen Scheitelpunkt und hinterer Kante dieses Papierstücks eben 22 cm dazwischen liegen. Also muss 22 der y-Wert sein von c. Genauso ist der y-Wert von d eben auch 22 und der x-Wert liegt genau in derselben Linie wie a. Das heißt also auch bei minus x. Selber x-Wert wie bei a. So, damit halte ich jetzt quasi noch die x-Koordinaten offen, kenne teilweise die y-Koordinaten und von a und b eben nicht mal die y-Koordinaten. Macht aber nichts, denn ich werde die gleich finden. Grundsätzlich die allgemeine Funktion für Umfänge, wie man sie berechnet, kann man auch sagen, ist auch eine Formel, aber hier wird sie eben schnell zur Funktion, weil das x ja offen ist. Die Formel lautet u ist gleich 2 mal eine Länge, also ein Umfang, wenn ich hier bei a starte, gehe ich einmal eine Länge, dann eine Breite, dann eine Länge, dann eine Breite. Also 2 mal eine Länge und 2 mal eine Breite und das wird addiert. So, das ist meine Zielfunktion. Die gilt es, diesen Umfang gilt es zu maximieren, also Maximalproblem. Ja, was ist denn meine Länge? Meine Länge L ist ja, wenn ich jetzt hier von der y-Achse nach links gehe, ist das minus x. Und nach rechts ist es plus x. Das heißt, betragsmäßig gehe ich von der y-Achse x und x Einheiten. Also x plus x sind 2x oder eben, wenn ich es jetzt sozusagen entlang der x-Achse sehe, dann nehme ich die längste Strecke, nämlich x, minus die kurze Strecke, das sind minus x. So habe ich es hier aufgeschrieben und das wäre auch 2x. Also du musst in jedem Fall auf 2x als Länge kommen und das ist ja auch klar. So, wie komme ich auf die Breite? Bei der Breite habe ich schon mal von unten von der x-Achse gesehen, quasi bis zu c sind 22, minus von der x-Achse gesehen bis b sind x², das habe ich noch offen gelassen, also die Koordinate von b oder von a, egal. Also ist die Breite 22 minus x², je nachdem was x² ist, das bleibt sozusagen hier noch frei. So, das setze ich jetzt in meine Zielfunktion u ein. Da, wo L steht, kommt das für L rein. Da, wo B steht, kommt das für B rein. Und dann kriege ich das hier. Das multipliziere ich aus. 2 mal 22 minus 2 mal x².
kriege ich das hier, forme das ein bisschen um, fasse das zusammen und bekomme dann hier jetzt quasi eine quadratische Funktion raus, die ein Minuszeichen vorne hat. Das heißt also eine Parabel, die nach unten geöffnet ist, also ein Maximum hat. Und genau dieses Maximum muss ich finden. Und das finde ich aktuell noch, weil du noch keine Differentialrechnung hattest, wahrscheinlich bis hierher, im Moment noch mit der Scheitelpunktform. Das heißt also, ich muss hier das Ganze auf Scheitelpunktform bringen. Ich zeige hier nicht, wie man es macht, also nur die Schritte, ich erkläre sie aber nicht. Wir haben das in einem anderen Modul, gerne da mal reingucken. Das ist so in den ersten Modulen zur quadratischen Funktion. Die Scheitelpunktform ist so, und hier kann man jetzt ablesen, dass der Scheitelpunkt bei 1 und 46 liegt. Das heißt, ein x-Wert 1 hat und ein y-Wert 46. Was bedeutet das? Das bedeutet ja, dass auf meine Frage bezogen quasi der Umfang dann maximal wird, wenn ich das x bei 1 wähle. So, hätte man jetzt vielleicht so gar nicht gedacht. Deswegen, dieses Rechteck hier war erstmal nur so eine Überlegung. So müsste das aussehen. Das heißt also, am maximalsten ist es, wenn ich hier eine 1 nur gehe, bei x und das Ding wirklich bis hier runterziehe. Das heißt, das Rechteck müsste so aussehen. Das ist also sehr viel länger als das hier und somit kommt man eben auch auf einen viel größeren Umfang. So, und auf welche Größe von dem Umfang kommt man? Naja, wenn ich die 1 jetzt wieder in die Umfangfunktion einsetze, dann rechne ich es aus. Ich muss es aber gar nicht ausrechnen, weil der Scheitelpunkt zeigt es mir ja schon. Der y-Wert ist 46. Also ist der maximal mögliche Umfang hier 46 Längeneinheiten, wenn man so will. Wenn das hier alles Zentimeter wären, und das sind sie ja, weil wir wissen, vom Scheitelpunkt bis hier oben sind 22 cm, also wird das Ganze hier in Zentimetern gemessen, dieses Koordinatensystem ist so skaliert, dann können wir sagen, der maximale Umfang ist 46 cm, wenn man hier ein Rechteck einzeichnet, quasi zwischen oben 22 und hier bis x gleich 1 runter geht zur Parabel. Ja, das ist jetzt hier nochmal sozusagen Antwortsatz, den man dazu schreiben kann. Dann haben wir's.